Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Miles Edge of Ace Attorney. Im letzten Part habe ich euch die Frage gestellt, wo der Widerspruch bei diesem Schussloch ist. Ich frage das jedoch meinem Stargast. Genau, ich habe den Widerspruch eigentlich noch nicht gefunden. Und er dachte weiter so. Wir gucken uns jetzt einfach mal die drei Beweise an. Das waren die drei. Wenn du kannst du mal sagen, weiter oder so. Ja, dann geh nochmal zum Opfer, wo das, Mir fällt einfach kein ein. Was steht da? Es wurde nur einmal geschossen. Ach ja, genau. Der hat jetzt auf das Opfer und auf den. Genau, auf das Bild geschossen. Genau. Und das ist der Widerspruch. Eureka! Besser darauf war ich jetzt auch nicht vorbereitet. Das Einschussloch ist der Widerspruch. Was wollen Sie damit sagen, Sir? Es ist ganz einfach. Zwei Schüsse wurden in diesen Raum abgefeuert. Der erste streckte das Opfer nieder. Und der zweite diesen Rahmen. Hey, das stimmt. Allerdings wurde die Waffe nur ein einziges Mal abgefeuert. Hey, das stimmt ebenfalls. Das heißt, dass eine von den beiden Kugeln aus einer anderen Waffe stammt. Hielt der Mörder für heute Nacht eine weitere Waffe bereit? Beide Schusswaffe könnte eine andere Waffe als die des Opfers hier im Spiel sein? Übrigens, Sir, ich habe etwas bemerkt. Tatsächlich? Ja? Was ist das für ein Ding, das hinter dem Rahmen herausragt? Ach das, das ist ein geheimer Safe. Ein geheimer Safe? Oh, ich rieche Geld. Ich erspare uns den Ärger und sage es einfach, nicht annähernd, was du dir vorstellst, ist daran. Wenn du jetzt freundlicherweise in den Rahmen zur Seite schieben könntest. Alles klar. Mann, ist der staubig hier. Ich befürchte, das passiert, wenn ich eine Weile nicht da bin, um Staub zu wischen. Ich habe keine Ahnung, dass hier ein Safe ist, sonst hätte ich ihn doch für Sie sauber gehalten, Sir. Wann haben Sie dieses Ding eigentlich einbauen lassen? Ich habe es nicht einbauen lassen. Jedes Büro eines Staatsanwalts hat einen. Wirklich? Ich hatte ja nicht den leisesten Schimmer. Nun, nur Staatsanwälte sind in das Wissen um ihre Existenz eingeweiht. Also, was ist drin, Herr Edgeworth? Jetzt im Moment? Nichts. Wir nutzen sie hauptsächlich, um wichtige Beweise während einer Verhandlung aufzubewahren. Das ist alles so einfach, meine Hoffnung und Frage zu Platz zu bringen. Geheimer Safe wurde, zugefügt. Geld nicht tun, bis jeder nicht blablabla, bla bla, das hat man schon. Hier den Safe angucken. Jeder Staatsanwalt hat einen in seinem Büro. Nur sie wissen davon. Zählt Beweise bei Gerichtsverfahren. Okay. So. Da haben wir uns untersuchen. Ja, geh mal zum Zitter, ist noch irgendwas schwarz oder so, ne, das ist kein Schatten. Das ja, hier, das ist es, genau. Nun, das ist gut. Haben wir etwas gefunden, Sir? Dieses Tastenfeld, findest du nicht, dass es etwas zu sauber ist? Ja, yeah, es ist überall eine dicke Staubschicht drumherum, aber nicht auf dem Tastenfeld selbst. Sieh da, der Forensiker. Forensiker oder so. Ja, Sir. Können Sie bitte in diesem Bereich nach Fingerabdrücken suchen? Alles klar, Sir. Ich konnte keinen einzigen Abdruck finden. Anscheinend wurde es gut abgewischt. Verwischte Fingerabdrücke. Ja, ja, lass uns doch jetzt mal eins von beiden angucken. Ach verdammt, wie ich mir gedacht hatte. Es scheint, als wäre Luke der einzige Weg, um diesen Rückschlag zu überwinden. Zeit rational und ruhig einen Zusammenhang zwischen unseren Informationen zu stellen. Zuerst gucken wir jetzt eben wegen dem Safe, was jetzt erneuert wurde. Nur Sie wissen davon. Fingerabdrücke wurden abgewischt. Okay. So, dann gehen wir wieder durch. Jetzt haben wir wieder vier Sachen. Warte, was haben wir da neu bekommen? Genau. Jemand hat alle Fingerabdrücke, die darauf waren, ab. Und die weitere Schusswaffe. Die weitere Schusswaffe könnte eine andere. Ja, das hat ja genau. Vielleicht die Schusswaffe ist vielleicht in dem Safe drinnen, die weitere. Keine Ahnung, kann ja sein. Ich glaube, das würde ich eher gleich ausschließen, weil. Weil er sind so blöd und versteckt und dann sind. Ja, außerdem, wer weiß denn. Ich glaube, ja, nur Actual weiß die Kombination, deswegen. Das glaube ich auch. Ich bin nicht gespannt. Hat dieser Schusswaffe so ein Kampfspiel? Warum ist das in meinem Büro passiert? Was wollte der Mörder erreichen? Meine verschreitenden Daten deuten auf einen Kampf zwischen Opfer und Täter. Könnte eine andere Waffe als die des Opfers. Ja, ich will mal Kampfspuren und weitere Schusswaffe machen. Weitere Schusswaffe? Okay, ne? Nein! Egal. Wir haben so viele Leben, das kann jetzt nicht so. Ja, das wird schon auch wieder.
Das ist nicht so schlimm, wir haben noch genug Leben und nachdem wir hier in diesem Büro fertig sind, sind unsere Leben dafür aufgefallen, von daher. Was ist denn hier raus? Fingerabdrücke. Ja, würde ich mal machen, die beiden jetzt. Die Absicht des Mörders und verwischte Fingerabdrücke. Kampfspuren und verwischte Fingerabdrücke kann ich mir irgendwie nicht. Kannst du dir vorstellen? Nee. Ah. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, was der Junge tatsächlich gesucht hat. Was denn, Sir? Der Fakt, dass alle Abdrücke vom Safe abgewischt wurden, deutet darauf hin, dass der Verbrecher zumindest versucht hatte, meinen Safe zu öffnen. Ich denke, das würde abbedeuten, dass sein Motiv für das Eindringen hier Diebstahl war. Motiv Diebstahl? Der Täter versuchte, meinen Safe zu öffnen. Ist das Motiv für den Einbruch Diebstahl? Ich frage mich, ob die Erkenntnis, dass das Motiv für einen Einbruch Diebstahl war, mir bei den anderen Informationen neue Rückschlüsse erläuft. Laut. Können wir da noch irgendwas verbinden? Warte. Motiv Diebstahl. Kampfspuren und Motiv Diebstahl vielleicht. Yep. Ja. Es ist möglich, dass die auf dem Boden verstreuten Akten nicht das Ergebnis eines Kampfes zwischen Täter und Opfer sind. Oh, Sie meinen, das könnte passieren sein, als der Mörder versucht hat, etwas zu finden. Exakt. Wir müssen feststellen, ob irgendeine Akte gestohlen wurde. Ja, Sir, ich werde Sie so gründlich aufklären, dass... Das kennen Sie nicht mal aus der Bücherei. Natürlich. Ein Versuch wäre es wert. Warum sterben die Guten immer so jung? Sicherlich fragen Sie sich das auch hin und wieder, Herr Edgeworth. Ganz gleich, wie sehr wir es beklagen, die Toten kommen nie wieder ins Leben zurück. Alles, was wir tun können, ist nach der Wahrheit zu suchen. Und? Was sollen wir unternehmen? Was werden wir tun, um die Wahrheit zu finden? Zuerst werden wir ganz in Ruhe die Akten an den richtigen Platz zurückstellen. Alles klar, hier, lassen Sie mich Ihnen dabei helfen. Also die Akte hierhin und dieses Buch dort drüben. Obwohl es hier in Edgeworths Büro ist, wissen Sie eine Menge darüber, wo was hingehört. Weil ich derjenige bin, der es in Ordnung gehalten hat, Kumpel. Okay, fertig. Sieht so aus, dass der Mord definitiv vierfältig wurde. Die Blutflecken auf dem Regal sind immer noch ganz frisch. Ich vermute, das Opfer wurde in einer stehenden Position getötet. Folglich die Spuren auf dem Regal. Und dann fiel der Kerl zu Boden, richtig? Das Blut auf dem Boden ekelt mich irgendwie an. Was kann Inspektor sein? Ja, alles ekelt ihn an, oder? Ist irgendwie nicht schlimm. Inspektor, ich habe jetzt nicht die Zeit, deinen schwachen Magen auf uns Aufmerksamkeit zu schenken. Oh, aber Sir, Sie wissen doch, ich kann nicht so gut mit Blut. Ich bin mir sicher, irgendetwas ist voll in der Szene. Ja, ich zweimal Hand anfangen. Ja, die anderen Drucke sind ja an sich. Ja, ich hätte das noch auch, aber die an den Büchern da unten ist auch noch ein. Ja. Ja, an den Büchern, ja. Nur warum? Ach, stimmt, komm, aus der Umschrift Folger, das habe ich jetzt erst wieder gekernt. Oh ja. Das kommt bestimmt unten in die Mitte auch noch was hin später, das ist dann so richtig schön. Nee, das ist schon, weil das sind ja die vier, das sind ja die Knöpfe. Links. Ja, gut, stimmt, logisch. Soweit ich vorher. Das heißt, hier ist irgendwo ein Widerspruch, wenn der Umschrift Folger steht, ist da, glaube ich, weit, soweit ich weiß, immer ein Widerspruch. Hast du eine Idee, wo? Ich kann sonst ja auch selber mal zeigen, wie kommen. Ja, vielleicht, aber die zwei Hände, das kommen irgendwie, kann man natürlich sein, dass er sich jetzt abgeschützt hat, dann abgerutscht ist und dann nochmal abgeschützt. Aber nur an der einen Hand, an der Hände, ist auch noch ein paar mehr. Ja, also hier sind ja einmal zwei Hände, das heißt, er stand da wohl anscheinend irgendwie so. Und dann ist er runtergefallen und dann ja, Finger irgendwie so auf den Boden. Da ist die Fingerzippe. Ich kann es untersuchen, wenn du möchtest, das ist kein Problem. Aber dass da so viel Blut da unten ist, am Boden, also mit dem ganzen. Ja, und guck mal. Es scheint, dass er in einer sitzenden Haltung war, nachdem er angeschossen worden ist. Ah, deshalb ist der Hosenboden des Opfers also voller Blut. Oder er hat einfach geschissen. Blutung ist mit Frauen, ey. Das wäre die logische Konsequenz. Das ist eine Vorrechte. Versuch mal die Handabdrücke, also die unteren. Ein Beispiel kann man jetzt halt schreiben. Ich kann das sehen, dann nee, ist das nicht, ja. Such mal die da oben. Der Handabdruck ist Opfer. Nachdem er erschossen wurde, muss er versucht haben, sich mit seinen Händen abzuschützen. Auf dem Boden sind auch Abdrücke. Die müssen entstanden sein, als er unfähig zu stehen
zu Boden gefallen ist. Ja. Dann untersuchen wir die an den Büchern da. Das kommt mir auch so gut. Genau. Meinst du hier? Genau, bei den weißen Lochen. Ach, da ist ein Schussloch. Dann siehst du das nicht. Nee, da gehört zu den Büchern dazu. Das ist also das Einschussloch. Das ist die Kugel. Dann liest man, dass sie das Opfer durchschlug. Ja? Das ist die Kugel genau in die Rückseite einer der Akten reinkam. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Akten nach dem Schuss verwechselt wurden. Dann vermute ich, das Opfer bewegt, weil es dem Mörder im Weg war. Ach, da ist ein Schreibfehler. Ja, ja gut, aber komm, das wurde ja vom Hacker und so gemacht, deswegen. Wie ihr das deutsche Teil bekommt von der ROM, den Link dazu werde ich unten in die Beschreibung schreiben. Ne? Also, ne? Da muss ja doch irgendwie ein guter Widerspruch sein. Ja, warum das sieht das Einschussloch da unten, wenn da oben schon blutige Hände sind? Endlich. Aussehen, ich meine, wenn er schon so steht, wie soll er? Ja. Er wurde in den Bauch geschossen, ich glaube nicht, dass er irgendwie so geht. Ja, er hat vier Hände. Er hat hinten auch nochmal Hände, wo er sich dann plötzlich auch gut blutet. Folger, nee, das ist Logik. Ich wollte nicht Logik, ich wollte nur folgen. Sagt der Heuliger. Welche meine Weise ist mit dieser Stelle verbunden? Ja, das war also hier. Doch, die ist das, genau. Das hier? Ja. Okay. Eureka! Dieses Einschussloch ruft einen klaren Widerspruch hervor. Wie meinen Sie das, Sir? Siehst du es nicht? Ganz einfach, das Einschussloch an sich ist zu tief. Wenn das Opfer in den Bauch getroffen wurde, sollte das Loch viel höher liegen. Aber was, wenn der Kerl im Liegen oder Sitzen niedergeschossen wurde, Sir? Das wäre unlogisch. Das Opfer lehnte an diesem Regal, nach dem er erschossen wurde. Was nahe liegt, dass er stand, als er geschossen wurde. Das bedeutet ja. Was bedeutet das, Sir? Der schlaueste Inspektor. Es bedeutet, dass du hin und wieder dein eigenes Gehirn nutzen musst, anstatt meines, Inspektor. Das sind Kokoromorifo. Aber in jedem Fall bedeutet es, dass jemand von einer falschen Annahme ausgegangen ist. Und aufgrund dieses Fehlers konnte unser gegenwärtiger Widerspruch entstehen. Welche falsche Annahme versucht das Problem mit der Position des Einschusslochs? Ja, wie der Hand abwürde. Warte, welche falsche Annahme verursacht das Problem mit dem Einschusslochs? Das heißt, jemand muss eine falsche Annahme gemacht haben. Und welche von denen macht das Problem, dass der andere das ziemlich noch mal so findet? Wir können ja auch im Mord Ich würde einfach sagen, die Lage der Hand abdrücken, weil die Position der Leiche, die kann ja auch einfach umgefallen sein und fertig, aber. Ja, gut, kann man ja nicht. Die Position der Hand abdrücken verursacht das Problem. Wir wären nicht in einem solchen Dilemma, wenn die Handabdrücke näher am Boden wären. Aber die Handabdrücke sind da, wo sie sind, ganz oben. Ja, du bist sehr scharfsinnig. Darum ist das auch keine mögliche Hypothese. Ah, das war also nur ein, was wäre wenn, nun. Was ist dann die richtige Antwort? Du kannst es immer noch herausfinden. Dann erlaube mir es zu erklären. Ja, bitte, Sir. Ich schätze, er hat den kleinen Ausrutschern. Obwohl, bei diesem Argument soll ich echt nicht überrascht sein. Um zweimal! Welche falsche Annahme verursacht das Problem mit der Position des Einschusslochs? Nimm mir doch die Lage der Hand abdrücken. Position der Leiche? Die Reihenfolge der Akten wird, glaube ich, nicht irgendwie relevant sein. Ich wollte mal die Position der Leiche nehmen. Das habe ich aber auch testen. Zuerst habe ich das, dann die Handabdrücke. Nee, zuerst die Handabdrücke und dann das hier, genau. Weil das Opfer erschossen wurde, während es am Boden lag. Moment, sagten Sie nicht gerade, dass dieser Gedanke unlogisch ist, Sir? Sie sagten, das Opfer liegt in diesem Regal, nachdem es erschossen worden war. Ich wollte nur nett sein, Inspektor. Dir meine komplette Logik auf einfache Art erklären. Ah, wirklich? Danke, dass Sie an mich gedacht haben, Sir. Gut, ich denke nicht, dass er meinen Fehler bemerkt hat. Kann ich wieder tun. Welche falsche Annahme? Ja, zweitens, jetzt wissen wir, was die Reihenfolge der Akten kommt. Aber das sieht man auch nur von näherer Betrachtung. Ja, achso. Achso. Ich glaube, die Reihenfolge der Akten stimmt so nicht ganz. Sie wollen damit sagen, ich habe sie falsch einsortiert? Hey, ich denke, in Wirklichkeit stimmen die Etiketten nicht, Sir. Oh. Jo, sehen Sie, wie die angeschossenen Akten alle mit der Null anfangen? Was machen die da unten nach 1, 2 und 3? Das ist wirklich eigenartig. So, wie sie jetzt angeordnet sind, ist es genau genommen die richtige Reihenfolge. Sie sind genauso, wie ich sie vor meinem geistigen Auge sehe. Aber die Zahlen sind nicht in der richtigen Reihenfolge. Die mit den weißen Einbänden sind besonders, deswegen sind sie auch anders eingeordnet.
Aber dadurch wissen wir, dass die Akten zur Zeit des Verbrechens nicht so angeordnet waren. Aha, also das war's. Ich glaube, der Mörder ging von der gleichen falschen Annahme wie du aus. Lass uns herausfinden, was wir sehen, wenn wir die Akten in der numerische Reihenfolge finden. Denken Sie, es wäre okay, die Leiche so anzunehmen, dass sie wie sie war, bevor sie bewegt wurde? Spurensicherung ist mit dem Tatort soweit fertig, also sehe ich da kein Problem. Wenn ich bitten darf, Inspektor Gumshoe. Na, kann doch kein Blut sein. Wo ist der Kopf von dem Ding? Ja, oder das Gesicht, oder was ist das? Ich weiß, da wundere ich mich jedes Mal, wenn ich das so sehe. Das ist doch irgendwie... Gesichtsloser Kerl. Der hatte doch vorher auch einen Hut und eine Haare. Er wurde rasiert. Wie ich vermutet habe. Er wurde rasiert. Das Einschriftloch ist jetzt da, wo es logischerweise sein soll. Bevor der Mörder Herrn Fate erschoss, besuchte er noch meine Akte. Und räumte die Akte in numerische Reihenfolge zurück ins... Egal, schätze ich zumindest. Exakt. Und dann erschoss er das Opfer. Aber warum würde jemand einen Mann töten und dann noch einmal durch ihre Akten wühlen? In der Tat, sehr rätselhaft. Regale mit den Akten wurden zweimal verwüstet, jeweils vor und nach dem Mord. Aber warum? Falsch sortierte Akten. Der Täter hat meine Akten jeweils vor und nach dem Mord neu angeordnet. Wieso? Nun ist der Tat auch so, wie er zum Zeitpunkt des Mordes war. Zeit für eine weitere Untersuchung. Na, jetzt sind der Kopf. Wir können wir ja machen wir jetzt einfach mal hin. Es muss einen Grund geben, warum die Leiche jetzt auch was bewegen wollte. Aber jetzt ist keine Zeit dafür zu prüfen. Oh, sorry, das war das ein Fehler. Nee, das ist ein Fehler für Leben abzug, ne? Nein, also untersuchen nicht. Ja, Roger, ich bin schon in den Startlöchern. Da unten steht was geschrieben unten bei den Akten rechts. Warte, jetzt dreht. Was ist das? Guck mal so was Gumshoe. Gumshoe, genau. Warum steht da Gumshoe mit Blut geschrieben? Ich würde sagen, das ist ein ziemlich belastender Beweis. Ja, durchaus. Ein Anzeichen einer Straftat. Nein, Moment, das muss eine Art Fehler sein. Herr Edgeworth, Sir, helfen Sie mir, sagen Sie doch was, Sir. Anscheinend wurde einer meiner Akten gestohlen. Ist das alles, Sir? Was ist mit mir und meiner Situation? Herr Frank Maria, ist es das, wonach der Mörder wirklich gesucht hat? Gestohlene Akte. Guck mal an. Ermittlung beendet. Ja, schön, ich will mir das angucken, Mensch. Was? Nicht alle lieben? Okay, nur die Hälfte. Okay. Anscheinend konnte uns Jim mit letzter Kraft den Namen seines Mörders hinterlassen. Ja, können wir uns das endlich mal angucken. Gestohlene Akte, ein Ordner, der mit blutigen Buchstaben beschrieben war, wurde von dem Täter gestohlen. Ja. Und diese äußerst wichtige Nachricht hat schließlich uns erreicht. Ich muss uns das gucken. Ich habe nämlich etwas gesehen. Ich kann hier prüfen. So. Oh, jetzt einfach. Ich sag die Wahrheit, ich war es nicht. Sie sind wohl kaum erfreut zu hören, dass Ihr geliebter Partner der Schuldige ist. Wenn Sie damit andeuten wollen, dass Inspektor Gumshoe der Täter ist, hoffe ich doch, dass Sie Beweise zur Unterstützung Ihrer Behauptung haben. James Ward, das ist mehr als genug, finden Sie nicht? Da Sie das Spiel so spielen wollen, erlauben Sie mir bitte, Ihre Argumente nachzuvollziehen. Kein Problem. Jetzt kommt eine kleine Spiel von Phoenix White wieder dazu, das finde ich echt toll. Mir gefällt das nicht. Irgendwas an seinem Verhalten stört. Und es muss einen Fehler in seiner Logik geben. Wer darauf wartet, auch entdeckt werden. Herr Edgeworth, was haben Sie vor? Ich unternehme das gleiche wie im Gerichtssaal. Ich nehme ihn ins Kreuzverhör. Wobei er das Kreuzverhör ja nie macht. Das macht immer Phoenix White. Das ist das Komische. Nach und nach werde ich ihn auf diese Weise den Fehler in seiner Logik geben. Aha, was, wie machen Sie das? Können Sie mir das erklären, Sir? Also, das ist jetzt eigentlich nur dazu da, um dir das zu erklären. Willst du das wissen, wie es geht, oder? Nö. Weil ich glaube, die anderen wissen das, also meine Zuschauer wissen das, glaube ich, auch. Also vielleicht ein anderer Mal. Herr Portsman, wenn Sie bereit sind... Oh, wenn Sie keine Zeit haben, dann sagen Sie das doch, Sir. Das brauche ich immer erzählen. Jetzt hat er wieder eine Mütze auf. Jetzt stand da eigentlich Zeugenaussage oder sowas. Herr Portsman, erlogen. Inspektor Gumshoe, Sie haben Jim seine Waffe abgenommen und ihn erschossen. Dann haben Sie die Akten auf den Boden geworfen, damit es wie Diebstahl aussieht. Haben Sie Jims Leiche bewegt, die er vor dem Bücherregal saß. Aus diesem Grund haben Sie auch nicht die blutigen Buchstaben hinter ihm gemerkt. Und durch seine letzten Worte werden Sie Ihrer gerechneten Strafe zugeführt. Oder gerechten. Sie wollen damit sagen, dass die Todesnachricht des Opfers seinen Mörder entlarvt? Ich kann Jims Stimme hören, wie sie nach der Verhaftung des Mörders schreit. Sind Sie sich sicher, dass Sie ihn da nicht...
Ach, immer bei diesen ganzen sind sie sich sicher, weil das ist bei Kingsley genauso schlimm. Sind sie sicher, dass sie ihn nicht da, sie ihn da nicht in falsche, ihn nicht da falsch versprechen? Auch Mensch, wie scheiße. Einfach nur ein, sie ihn da nicht falsch versprechen, Herr Portsman. Inspektor Gumshoe kann unmöglich der Täter sein. Ich werde den Fehler in seiner Logik finden und mit einem überzeugenden Beweis aufdecken. Entkräftung. Eigentlich heißt es der Kreuzhörer, wahrscheinlich egal. Inspektor Gumshoe, Sie haben Jim seine Waffe abgenommen und ihn erschossen. Moment mal. Wissen Sie, da ist etwas, was ich Sie die ganze Zeit fragen wollte. Hm? Was denn? Warum nennen Sie das Opfer Jim? Hast du es jetzt auch gefragt? Das heißt doch Booty. Stimmt. Wenn sein Name doch Booty Faye ist. Oder Faye ist. Ist das nicht offensichtlich? Jim ist der perfekte Name für meinen Partner. Jacques und Jim passen die zwei Namen zusammen wie Erdnussbutter und Marmelade. Aber Jim ist nicht mal der Ansatzweise der Name des Typen. Naja, Jacques und Booty klingt einfach schlecht. Außerdem war er der dritte einer Reihe von Leuten, die ich Jim mit Spitznamen gab. Er redet über das Opfer, als wäre es ein Hosten. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach das Kreuzhörer weiter und dann machen wir gleich den Part auf zu Ende. Ja. Dann haben sie die Akten auf den Boden geworfen, damit es wie Diebstahl aussieht. Moment mal. Glauben Sie wirklich, dass es dafür nötig war, meine Regale zweimal zu durchwühlen? Das ist wahr. Okay, dann war es vielleicht wirklich seine wahre Absicht, etwas zu stehlen. Hey, beschuldigen Sie mich, irgendwas von Herrn Edgeworth gestohlen zu haben? Es ist eine Möglichkeit. Vielleicht hat man ihr Gehalt so oft gekürzt, dass ihr Leben etwas zu hart wurde. Das stimmt aber, glaube ich, wirklich. Nur damit Sie es wissen, ich habe 3 volle Mahlzeiten täglich kommen. Sieht man die auch ein bisschen an. Gut, alle 3 bestehen aus Instant-Nudeln, aber... Armer Kerl, mit was für einem bösen Staatsanwalt Sie arbeiten und was für ein Motiv. Hey, ich bin nicht böse, Mann. Dabei haben Sie Jims Leiche bewegt, die vor dem Bücherregal saß. Moment mal. Und warum sollte Inspektor Gumshoe so etwas tun? Weil die Leiche im Weg war. Er musste doch irgendwie ihr Bücherregal verwüsten, oder? Jedenfalls. Aus diesem Grund haben sie auch nicht die guten Buchstaben hinterlegt. Moment mal. Warum glauben Sie, dass der Mörder die blutigen Buchstaben nicht bemerkt hat? Die Leiche hat sie ziemlich gut verdeckt. Finden Sie nicht auch? So hat er sie übersehen. Aber wie ich schon bemerkt habe, fällt es Ihnen Inspektor leicht, etwas zu übersehen. Was glauben Sie, wer Sie sind? Sie wissen gar nichts über mich, Combo. Man kann einiges über eine Person bereits durch den ersten Eindruck in Erfahrung bringen. Ich kann nicht behaupten, mit ihm in diesem Punkt widersprechen zu können. Warum sagen Sie nichts, nicht auch noch Sie, Herr Ashworth? Abgesehen von seiner Blindheit für Einzelheiten glaube ich nicht, dass er die Täter ist. Jemand hätte die blutigen Lettern übersehen können. Lettern? Ja gut, das heißt ja auch Buchstaben, aber warum nicht Buchstaben? Und ich kann es nicht beweisen. Ich hätte mir keine bessere Vorlage wünschen können. Für den Spiel entscheidenden Schmetterball. Und es sind die letzten Worte, werden Sie Ihrer gerechten Strafe zugeführt. Moment mal! Wollen Sie damit sagen, dass diese Nachricht für Sie bestimmt war? Yep, Jim war ein hervorragender Inspektor. Nichts anderes erwarte ich von meinem Partner. Sieht so aus, als ob der Portsman es noch immer nicht verstanden hat. Er muss noch die wahre Bedeutung der blutigen Buchstaben herausfinden. Was faseln Sie da? Können Sie nicht eingestehen, dass meine Logik absolut fehlerfrei ist? Da ist eine Schwachstelle in seiner Logik. Eine so große Lücke, dass selbst der gute Inspektor sie erkennen kann. Jetzt muss ich nur noch den Portsman mit einem Beweis darauf aufmerksam machen. So, und hier machen wir den Part, machen wir das Ende dieses Parts und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was hier der Widerspruch ist. Tschüss. Tschüss.